Mit einem harten Stück Arbeit hat der EHC Red Bull München den ersten Platz abgesichert. Im Topspiel bei den Pinguins Bremerhaven setzten sich die Münchner mit 2:1 durch. Und das, obwohl sie mit einer Mannschaft aufliefen, in der viele junge Spieler standen. Darunter der 23-jährige Torwart Daniel Alavena, der erst sein zweites DEL-Spiel für die Münchner bestritt, aber zur Freude seiner Mitspieler den Sieg rettete. Ich muss nicht am ersten Saisonspiel die stärkste Leistung bringen, sondern das ist ein Weg, den man gehen muss, ein langer Weg, und man will sich stetig verbessern. Und das versucht man auch jetzt mit wieder ganz vielen jungen Spielern in der Line-Up, die sich wirklich super integrieren, die das System verstehen. Und so können die auch super mitmarschieren. Mit den Augsburger Panthern kommt ein Club, der sportlich in einer Krise steckt. Seit 9 Spieltagen haben die Panther nicht mehr gewonnen. Dadurch sind die Augsburger auf den letzten Tabellenplatz der deutschen Eishockeyliga abgestürzt. Das hören wir schon seit Wochen, wie ist die Stimmung und wie schaut es aus, was muss man machen. Und da macht man sich als Spiel natürlich viele Gedanken. Das ist einfach der Druck, der gerade entsteht, natürlich auch von außen. Die Fans erwarten einen Sieg, wir als Mannschaft wollen unbedingt siegen. Und ich glaube, den größten Druck macht sich jeder persönlich. Das Spiel am Sonntag beginnt zur familienfreundlichen Zeit um 16.30 Uhr. Mit den anreisenden Fans aus Augsburg wird es auch ein Zuschauerderby in der Heimspielstätte des EHC Red Bull München.